Sei grüß, liebe Abonnenten, mein Name ist Dennis. Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal bei UrbMZ, Urbex and Adventure. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Bin ich im heißen Brei reden. Los geht's. In dieser neuen Folge zu Cold Case Interfect möchte ich euch etwas über eine Theorie zu diesen Mordfällen erzählen, die zwar beim Hinhören etwas suspekt klingt, aber aufgrund der Informationen und Indizien, die über die Jahre hinweg aufgetaucht sind, dennoch nicht ganz unrealistisch und unwahrscheinlich darstellen lässt. Ich spreche von der Theorie über die Rolle der Reichswehr in Bezug auf diese Morden. Was die Reichswehr damit zu tun gehabt haben könnte, werde ich euch jetzt erzählen. Bleibt dran. Ein deutscher Offizier namens Ernst Friedrich Mehnert hat im Ersten Weltkrieg gekämpft und an der Front seine Hand verloren. Nach dem Krieg wurde er ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse. Doch aufgrund seiner Kriegsverletzung drohte ihm sein Karriere aus. Bis 4 Jahre später, im Jahr 1922, er einen Geheimdienstoffizier kennenlernt und er ihm einen sehr brisanten Auftrag mit auf den Weg gibt. Wenn er diesen Auftrag erfüllt, soll ihm eine Anstellung in einer Kaserne als Ausbilder in Aussicht gestellt werden. Mehr als Auftrag war, wichtige Unterlagen zu Flugzeugen, die auf dem Einhügel hinter Kalfeld von einem Auftragsbauer Andreas Gruber im Besitz waren, an sich zu nehmen und diese zu beseitigen. Auftragsbauer Andreas Gruber nutzte diese Unterlagen als Erpressungsmittel gegenüber der Reichswehr. Aufgrund der Tatsache, dass die Reichswehr nicht alle Waffen abgegeben hatte und hinter dem Rücken Waffen einlagerte, auf geheimen Orten oder abgelegenen Ortschaften, mussten diese Unterlagen beseitigt werden, weil diese hätten eventuell für den Fall, dass die Siegermächte Wind davon bekommen hätten, sogar einen Einmarsch in Bayern gerechtfertigt. Wie bekannt ist, führten hier Fußspuren vom Hexenhölzl aus Richtung Hinterkaifeck, aber nicht zurück. Das Kommando von Mehnert und seinen zwei Unteroffizieren haben sich auf Hinterkaifeck verschanzt und warteten ab. Doch der Einsatz ging schief. Daraufhin kam es zu diesem Blutbad. Die ganze Familie wurde erschlagen. Einer der beiden Unteroffiziere ging sogar in die Wohnstube ein und ermordete Maria Gärtner und den kleinen Josef in seinem Kinderwagen. Alles sollte so aussehen, als wäre es von irgendeinem anderen Täter von auswärts getan worden. Schusswaffen kamen nicht zum Einsatz, obwohl der Kommandotrupp mit Schusswaffen ausgestattet war. Sie warteten einige Tage auf Hinterkaifeck ab, melkten die Kühe, taten so, als würde auf dem Hof das Leben so wie sonst weiterlaufen. Selbst wo der Postbote und der Kaffeevertreter kamen, bemerkten sie gar nichts. Der Kommandotrupp hatte sich auf Hinterkaifeck richtig gut verschanzt. Bis zum 4. April 1922, als der Monteur Albert Hofner auf den Hof kam und ebenfalls nichts Besonderes bemerkte. Nachdem er nach Stunden das Motor repariert hatte, hatte er dann gesehen, wie die Tür des Stalls aufging und wollte hineinschauen. In Wirklichkeit hatte sich der Kommandotrupp im Stall verschanzt. Mehnert hatte seinen beiden Unteroffizieren den Befehl gegeben, falls der Mann reinging, auch ihn zu überwältigen. Doch Albert Hofner schaute kurz hinein und ging wieder. Daraufhin wurden die Leichen entdeckt. Doch der Kommandotrupp war schon längst verschwunden. Nachdem Mehnert und seine zwei Kameraden sich von Hinterkaifeck entfernten, kam es zwischen den beiden Unteroffizieren zu Streit. Dadurch, dass die von dem Schlafzimmer von Viktoria Gabriel sind einige Silbermünzen sowie eine Taschenuhr mit den Initialen von Andreas Gruber bei sich genommen hatten. Die streiten sich um die Beute. Allerdings wollte Mehnert es nicht darauf ankommen lassen, wollte keine Risiken eingehen. So erschoss er beide Unteroffiziere und ließ sie verscharren. Er selbst tauchte unter, kaufte sich ein Pferd und zog nach Elsass zu seiner Freundin. Seine Freundin kannte er zu Zeiten des Ersten Weltkrieges. Seine ganzen Aufzeichnungen schrieb er in Sizilien in ein Tagebuch, was jahrelang verschollen blieb, bis ein Hobbysammler diese Aufzeichnung durch Zufall entdeckte und diese sogar erwarb.
Der Hobbysammler veröffentlichte nur so sporadische Ausschnitte über die Aufzeichnung von Ernst Friedrich Mehnert. Diese Aufzeichnungen und Indizien, die über den Mordfall hinter Kalbweg auftauchten, sorgten wieder mal für neue Gesprächsstoff. Auch über die Schwester, die der Hobbysammler irgendwann durch Recherchen zugestoßen ist, konnte er dieser nichts erfahren, was über die Aufklärung zu Hinterkaifeck beigetragen hätte. Für ihn ist der Fall erledigt, aber trotz der ganzen Aufzeichnungen und Indizien bleibt auch dieser Fall ungeklärt. Was denkt ihr, liebe Zuschauer? Haltet ihr diese Theorie mit der Reichswehr für wahrscheinlich? Wenn ja, schreibt in die Kommentare. Und somit kommen wir zum Ende eines Videos. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. In diesem Teil habe ich euch eine Theorie vorgestellt, die schon eine Zeit länger bekannt war, aber nicht eindeutig geklärt werden konnte. Aber was mit diesen Aufzeichnungen, wo drin Hinterkaifeck sogar mehrmals erwähnt wurde? Ich will gerne über eure Meinung hören. Schreibt es in die Kommentare, liked mein Video und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund, liebe Freunde. Haut rein. Ciao.